Georgheim, der Gott der Stadt. Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wofern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal. Die großen Städte knien um ihn her. Der Kirchenglocken ungeheure Zahl wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer. Wie Korribantentanz dröhnt die Musik der Millionen durch die Straßen laut. Der schlote Rauch, die Wolken der Fabrik ziehen auf zu ihm wie Duft von Weihrauch blaut. Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen. Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt. Die Stürme flattern, die wie Geier schauen von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust. Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt durch eine Straße und der Glutqualm braust und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich bespreche heute das Gedicht »Der Gott der Stadt« von Georgheim. Ich werde dieses Gedicht auch mit dem Gedicht »Siehst du die Stadt« von Hugo von Hofmannsthal vergleichen. Wenn ihr diesen Vergleich anschauen wollt, dann werde ich ihn am Ende des Videos verlinken, dann könnt ihr da direkt draufklicken. In diesem Video aber interpretiere ich jetzt nur dieses Gedicht von Georgheim. Wenn wir zunächst die Form betrachten, dann sehen wir 5 Strophen zu jeweils 4 Versen mit einem Kreuzreim. Also eine ganz gängige Form, aber einen ganz interessanten und neuen Inhalt. Neu in dem Sinne, dass dieses Gedicht von 1911 ein ganz frühes Beispiel für den Expressionismus ist. Da kann man sehr gut sehen, was sind denn expressionistische Elemente. Und hier bei diesem Gedicht kommen wir Schritt für Schritt dazu. Deswegen werde ich mich jetzt auch nicht allzu lange mit den Formalitäten aufhalten. Kommen wir direkt zu den Elementen, die den Expressionismus auch kennzeichnen. Zunächst einmal könnte man sagen, schon das Thema der Stadt an sich ist ein typisch expressionistisches Thema. Es stimmt zwar, dass man auch in anderen Epochen die Stadt als Thema gehabt hat. Da gab es Gedichte über ganz bestimmte Städte. Mir gefällt jetzt zum Beispiel von Hölderlin das Gedicht über Heidelberg ein, das sehr bekannt geworden ist. Es gibt Gedichte, in denen Städte auch so mit erwähnt wurden, auch schon im Barock zum Beispiel. Oder im Symbolismus, Impressionismus gibt es auch Stadtgedichte. Aber die haben doch einen sehr anderen Ton als die Gedichte des Expressionismus. Und jetzt schauen wir uns mal diesen speziellen expressionistischen Sound an. Was zum Beispiel auffällig ist, hier geht es nicht um eine konkrete Stadt, also es ist nicht Heidelberg, sondern es könnte jede Großstadt sein, um die es hier geht. Wir haben hier einen Gott der Stadt, der auf dem Häuserblock sitzt, fett, böse, grobschlächtig, wie ein Metzger, wie ein Zerstörer, blutrünstig, ein sehr blutrünstiger Gott ist dieser Gott der Stadt. Also da haben wir schon ein gruseliges Horrorbild und dieses Schreckensbild, das ist typisch für den Expressionismus, denn der Expressionismus, der erschreckt uns. Er hat eine Lust am Hässlichen, am Ekelhaften, am Abstoßenden und er präsentiert es uns wirklich so auf dem Silbertablett. Ihr könnt vielleicht dazu auch 2 andere Interpretationen von mir anschauen. Ich habe Weltende von Jakob von Hoddis interpretiert, Zeitgenosse von Georgheim. Ich habe auch Kleine Aster interpretiert von Gottfried Benn. Auch das sind expressionistische Gedichte und haben auch diese Lust an der Zerstörung, am Schrecklichen, am Weltuntergang und so weiter. Und das kommt auch in diesem Gedicht zum Ausdruck, dieses Gefühl, alles wird vernichtet, alles wird zerstört. Ich habe auch
Der Krieg von Georg Heym interpretiert auch das. Könnt ihr euch noch anschauen. Aber jetzt bleiben wir mal hier und wir sehen diese Stadt, die sehr gefräßig ist. Also dieser Gott der Stadt ist sehr gefräßig. Das kommt schon in der ersten Strophe heraus. Er scheint auch ein Wettergott zu sein. Er macht das Wetter und er ist nicht sehr wohlgesinnt. Und er ist wütend, weil noch nicht alle Menschen in die Stadt hineingenommen wurden, weil es noch einzelne Häuser gibt, die sich ins Land verirren und die Stadt noch nicht alles verschlungen hat. Und er als Gott der Stadt möchte alles verschlingen und alles zerstören. Auch das typische Expressionismus, die Stadt ist ein Ort, an dem wir leben und an dem wir vernichtet werden, wo das Individuum nichts mehr zählt, wo wir nur in einer Masse existieren und diesem Gott der Stadt huldigen müssen. Das kommt hier ganz klar vor. Also der Expressionismus sieht ja den einzelnen Menschen wie eine Marionette, wie eine Aufziehpuppe, würde ich sagen, wie ein Roboter, der defekt ist, der kaputt gehen kann, der zerstört wird. Und es gibt viel größere Kräfte, die mit dem Menschen nach Belieben umspringen. Und das sieht man auch hier bei diesem Gott. Am Abend sitzt er also da, sein roter Bauch glänzt, er wird als Baal bezeichnet. Ein Baal ist eine heidnische, eine vorchristliche Gottheit. Also wir sind hier in eine ganz primitive Zeit zurückgeschmissen. Das ist eben nichts Zivilisatorisches. Wir haben hier nicht eine Stadt, wo aufgeklärte Menschen leben, sondern das ist barbarisch. Hier geht es wirklich blutrünstig zu. Wir sind wirklich auf der primitivsten Stufe gelandet. Auch ein bisschen ein Anklang, wie später dann bei Kafka, der ja auch die Evolution des Menschen nicht als Fortschrittsevolution aufgefasst hat, sondern als Regress. Und genau dasselbe haben wir hier. Das Leben in der Stadt ist kein Fortschritt, der bringt uns nicht in eine leuchtende Zukunft, sondern das ist ein Regress in die Barbarei, in ganz wilde archaische Zustände. Und deswegen gibt es hier auch einen ganz wilden archaischen Gott. Also er hat einen fetten roten Bauch und die großen Städte knien um ihn her. Sie betreiben also Götzenkult mit diesem Baal, mit dem roten Bauch. Die Farbe Rot ist auch so eine typische Farbe des Expressionismus. Sie ist gewalttätig, sie erinnert an Blut, sie erinnert an Feuer, sie erinnert an Zerstörung. Und deswegen haben wir in vielen expressionistischen Gedichten so ganz grelle, scharfe Farben, also die fast schon die Augen verletzen, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, die blenden einen. Und das Verletzen ist auch eine Absicht dieser expressionistischen Gedichte. Man soll verletzt und abgestoßen sein. Hat auch einen gewissen Pathos, dieses Verletzen um jeden Preis. Der Kirchenglocken ungeheure Zahl wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer. Nächste Farbe, Schwarz. Schwarz und Rot. In der Kombination mit Schwarz wirkt jede Farbe noch ein bisschen bedrohlicher, ein bisschen düsterer natürlich. Also wir haben hier nicht das schöne Rot, das man mit Liebe assoziiert, sondern in Verbindung mit Schwarz ist dieses Rot eben eher kriegerisch, feindselig, hasserfüllt, könnte man auch sagen. Und diese Kirchtürme, da wäre man jetzt eigentlich im christlichen Bereich, diese christliche Kirche, aber diese Kirchenglocken und diese Kirchtürme, die wirklich ein Meer bilden, die wogen auf zu diesem Baal. Auch sie schließen sich dem Götzendienst an. Also von christlichen Werten ist da nichts zu spüren. Sie haben sich auch diesem Baal unterworfen. Wie Korribantentanz dröhnt die Musik der Millionen durch die Straßen laut. Also wir haben ja eine Millionenstadt. Das ist zu der Zeit noch nicht so üblich, dass Städte so viele Bewohner haben, aber Heym präsentiert uns jetzt eben eine Stadt, die überquillt von Menschen, alles anonyme Menschen, die nur noch in der Masse wahrgenommen werden können. Und die Musik ist wie ein Korribantentanz. Jetzt auch da wieder sind wir in der vorchristlichen Welt. Korribantentanz, da geht es um einen Kult der Kybele, das ist jetzt auch nicht weiter bedeutsam, aber wichtig ist einfach, wir sind eben wieder in dieser primitiven, in dieser barbarischen, in dieser archaischen Zeit vor jeglicher Zivilisation, wie man sich das vielleicht fantasieren mag. Und dann haben wir
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik ziehen auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch. Also zu diesem Götzendienst dazu, neben den Kirchenglocken, neben diesem Korribantentanz, kommt jetzt eben auch noch der Weihrauch, der zu einem Götzendienst auch dazu gehört. Man opfert irgendetwas und dann steigt der Rauch auf und dieser Rauch ist das Weiheopfer für den Gott. Und hier ist es der Rauch der Fabrikschlote. Also wir sehen diese Industrialisierung mit diesen schwarzen Wolken, die aufsteigen. Auch diese industriellen Gebiete gehören zu dieser Anbetung, zu diesem Kult des Gottes der Stadt. Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen. Und wenn hier Wetter steht, dann ist hier Unwetter gemeint. Also es ist kein freundliches, nettes Sonnenwetter, sondern das Unwetter, das Ungewitter. Das schwelt in seinen Augenbrauen. Also er meint es nicht gut, dieser Gott der Stadt. Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt. Also wir sind am Abend gestartet, ganz am Anfang. Und jetzt kommt die Nacht und die betäubt alles. Und wozu betäubt sie alles? Damit besser zerstört werden kann, das kommt jetzt. Die Stürme flattern, die wie Geier schauen von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. Also er ist zornig, er ist wütend, das ist ja schon in der ersten Strophe klar geworden. Er ist wütend, weil nicht alles schon von der Stadt vereinnahmt wurde und er ist überhaupt nicht besonders gut drauf. Und seine Stürme, die er um sich flattern lässt, er ist wie so ein Wettergott, die schauen wie Geier so herunter. Und warum wie Geier? Das sind natürlich Aasfresser und die wollen auch etwas haben vom Opfer. Das heißt, es sind Todesvögel, die das Unheil ankündigen. Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Wir haben hier einerseits eine Gottheit, andererseits aber eine sehr grobe, eine sehr brutale Figur, diese Fleischerfaust. Da können wir uns an so einen richtig muskulösen, bedrohlichen großen Typen vorstellen, der da mit seinem nackten Bauch da sitzt. Vielleicht ist er auch völlig nackt, das könnte ja auch noch sein. Er ist ja eine primitive, barbarische Figur. Und dann schüttelt er seine Faust und dann jagt ein Meer von Feuer durch eine Straße. Das heißt, der ganze Straßenzug wird von diesem Feuer aufgefressen. Der Glutqualm braust bis spät der Morgentag. Das heißt, in dieser Nacht wird eine Straße einfach so ausgelöscht. Und das ist hier der Schluss des Gedichts. Und diese Vorstellung, dass in den Städten, weil ja die Menschen nur Massen sind und weil es so viele Straßen gibt und weil alles so austauschbar ist, dass da einfach über Nacht einfach mal so ein Straßenzug verschwindet und ausbrennt durch eine Laune, diese Vorstellung, die ist eben auch so relativ typisch für den Expressionismus. Wenn ihr das Gedicht Der Krieg von Georg Heim anschaut, dann seht ihr, dass auch dort die Vorstellung da ist, dass eine archaische Figur eben dann der Krieg kommt und auch alles vernichtet wie eine Naturgewalt. Ja, das ist also die Interpretation von diesem Gedicht Der Gott der Stadt. Wir sehen, das Individuum spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Stadt ist ein labyrinthisches Gefängnis, das diesem primitiven Gott huldigt, barbarisch, unzivilisiert, brutal. Und jederzeit kann eine Straße einfach so ausgelöscht werden, die Häuser verbrennen mit allen Menschen, die darin sind. Sie spielen keine Rolle. Die Millionen huldigen weiterhin diesen Gott der Stadt. Die Fabrikschlote bringen weiterhin ihren Weihrauch dar und der Kult wird fortgesetzt. Und dieser zornige Gott wird nie zufrieden sein, denn er möchte alles verschlingen, er möchte alles vernichten. Und wenn wir das konsequent weiterdenken, dann ist eigentlich dieses expressionistische Gedicht von Georg Heim auch zugleich sehr romantisch. Denn wo kann man diesem Gott der Stadt entfliehen? Draußen, da, wo in Einsamkeit sich noch ein paar Häuser verirren. Und da haben wir diese schöne Vorstellung, dass es auf dem Land doch noch ein bisschen anders zugeht und die barbarischen, sündhaften, brutalen Städte einen Gegenentwurf haben,
mit dem idyllischen, harmonischen Landleben. Also das könnte man hier auch noch ein bisschen unterstellen, dass die Stadt als großer Moloch dargestellt wird und auf dem Land vielleicht ist es auch ein bisschen anders. Und das wäre dann eine sehr romantisierte Vorstellung des Landlebens. Also das sollten wir vielleicht auch noch im Hintergrund behalten. So, was denkt ihr über dieses Gedicht? Gefällt euch sowas, wenn es so brutal zugeht, so verstörend, erschreckend, verletzend? Ist der Expressionismus eures? Mögt es lieber anders, mögt es lieber ein bisschen verrätselter, symbolischer, wie ein bisschen früher so, wenn wir dann das Gedicht von Hugo von Hofmannsthal auch anschauen. Schaut vielleicht auch den Gedichtvergleich an, wenn es euch interessiert. Und sonst sehen wir uns vielleicht in einem anderen Video.